Vielleicht ist es doch perfekt, weil es wirklich an dem echten Joghurt am nächsten kommt, weil es wirklich so aussieht wie Joghurt. Und das finde ich geil. Und jetzt, ja. Herzlich willkommen zurück. Und zwar, wir versuchen hier auf die wissenschaftlichste Art und Weise, die es bisher gab, einen Test durchzuführen in Bezug, ja, von ungesüßten Soja-Joghurt, Quark-Alternativen oder Skyr-Varianten. Ja, also das sind alle die, die ihr quasi bekommen könnt. Ist ungesüßt. Es gibt vielleicht noch eine andere Variante mehr. Ich habe einen riesen Aufwand gemacht. Ich habe mir einige online bestellt, durch die verschiedensten Läden gefahren. Deshalb würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Denn das letzte Video kam brillant bei euch an, nur nicht bei YouTube, denn YouTube empfiehlt solche Videos sehr, sehr ungern. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass so etwas, dass ihr die Tricks und wie auch immer halt dieser der Industrie und so Sachen einfach versteht, ja. Von daher ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass ihr das Video bis zum Ende schaut, immer durchlaufen lassen. Wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Immer durchlaufen lassen und zu liken. Das dauert eine Sekunde und einen kleinen Kommentar zu schreiben für meine Arbeit, die ich euch für euch kostenlose Basis hier zusammenstelle und vielleicht eine Auswirkung haben wird in eurem Leben konstant bis zum Ende halt, ja. Von daher ist das ein Geben und Nehmen. Ich würde mich sehr freuen darüber. So, als allererstes versuchen wir hier zusammen evaluieren, welcher die besten, ja, Geschmackserlebnis für einen Menschen darstellt, die beste Konsistenz, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und welcher die besten Nährstoffe hat und am Ende einen Gewinner zusammen zu krönen. Ich weiß, es tritt gleich eine Frage auf und Soja und wie auch immer halt und bitte verschont mich damit, denn ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz hier eine Publikation mit euch zusammen durchgehen, eine Meta-Analyse aus 15 placebo-kontrollierten Studien bezüglich, wo untersucht worden ist, ja, Testosteron, freies Testosteron, SHBG, das ist das Steroid hormonbindende Globuli, das ist ein Transportsystem für Steroidhormone wie Testosteron und dem Androindex. Ja, so, das wurde hier mit Männern dementsprechend untersucht. Über ein bis Minimum ein Monat bis über 4 Monate hinaus. Ja, so. Und die Konklusion war, das Ergebnis der Meta-Analyse deutet darauf hin, dass weder Sojanahrungsmittel noch Isoflavonpräparate die Messung des bioverfügbaren Testosterons bei Männern verändert. Und das ist nicht einfach so, ja. Wir sehen hier zum Beispiel mal eine kurze Abbildung. Wir sehen sogar, dass in der Gruppe, in der Kontrollgruppe, die alles gegessen hat, ja, sogar weniger Testosteron zu messen war. Alles nicht statistisch signifikant, aber trotzdem, ja. Ihr seht auch, das war nicht mal ein Trend da. SHBG war ebenfalls nicht mal ein Trend da. Die Linie war genau auf 1, ja. Es gab keinen Prozentsatz irgendwie mehr oder wie auch immer. Das hatte keine Auswirkung. Es wurde Nahrungsmittel konsumiert, bis 45 Milligramm Isoflavone. Also der Anteil war darin enthalten. Das entspricht immer mal 3,5, denn 100 Gramm Soja entspricht immer 3,5 Milligramm Isoflavone. Das heißt, wir sprechen hier von 150 Gramm Nahrung, ja, am Tag, Sojaprodukte oder halt in Supplement wurden Isoflavone sogar hier konsumiert bis 150 Milligramm, wieder mal 3,5 sind fast 525 Milligramm, Gramm, die man essen müsste an Sojaprodukten am Tag. Also ihr seht, hier wurden auch deutliche Mengen, also durchgehauen halt einfach und bitte erspart mir diese unseriöse Diskussion hier an dieser Stelle, ja. Also es ist wirklich die Mengen, die man so zu sich führt und vor allem, es ist ja nicht mal, also der Prozentsatz, der hier wirklich an Soja noch drin ist, ja, übersteigt nicht, also selten 15% noch. Es ist wirklich überhaupt nicht der Rede wert. Überhaupt nicht, bitte. Wir können tolle Kommentare schreiben, wir können toll austauschen, aber bitte nicht über sowas Unseriöses an dieser Stelle. Wir starten als allererstes. Wir haben Alpro, sehr bekannte Marke. Wir haben viele Bioprodukte dabei. Alpro ist kein Bio. Warum? Weil hier zusätzlich Vitamine zugesetzt sind und das verhindert die Biozertifizierung. Wichtig ist immer hier zu schauen, Sojabasis. Ja, die erste Zutat ist mal eine Sojabasis und das ist quasi ein Gemisch aus Sojabohnen und Wasser. Und das Wichtige ist hier, das Teuerste an diesem Produkt ist nicht die Verpackung, ja, bei uns schon bei Purazell, weil wir achten auf nachhaltige Verpackung, das ist alles nicht nachhaltig hier meistens, ne? Das ist irgendwelche Plastikbecher. Aber das Entscheidende ist das, wie viel Soja ist da drin und das ist nämlich das Teuerste an diesem Produkt hier. Ja? Und nochmal ganz kurz, das ist übrigens ein Skandal meines Erachtens, dass wirklich, wenn man auf die Verpackungen achtet, wirklich hochwertig, kann es sein, dass bei manchen Produkten, die Verpackung sogar, das so teuer ist, das Material, dass der Inhalt quasi überstiegen wird von dem Preis der Verpackung. Also Sojabasis, wir haben hier 10,7% Soja, ja, so, das merken wir uns schon mal so, ne? Das ist ganz wichtig. Wir haben hier Calcium, Citrat, ne? Citrat ist immer eine organische Form und eigentlich immer besser bioverfügbar als anorganische Form, ja. Wir haben Säureregulatoren, das heißt Natriumcitrate, das heißt Zitronensäure, ja, so, also Natriumcitrate aus Zitronensäure.
So, dann haben wir Stabilisatoren drin. Ja, das sind Pektine, wobei Pektine jetzt nicht allzu schlimm sind. Ich habe da so ein paar Nebeninfos für euch diesbezüglich rausgesucht. Denn Pektine sind wasserlösliche Ballaststoffe und wasserlösliche Ballaststoffe werden definitiv verstoffwechselt bzw. fermentiert, aber nicht zur Energiegenerierung herangezogen für uns, ja, sondern eher für unsere Darmbakterien. Diese fermentieren das. Und daraus werden dann dementsprechend kurzkettige Fettsäuren. Und das ist gut für unseren Darm, denn dadurch sinkt der pH-Wert halt. Ne? So, das ist sehr wichtig, damit gute Bakterien dort überleben können. Schlechte Bakterien leben immer im basischen Milieu. Das heißt, das ist gar nichts Schlimmes halt. Ja? So, es bindet übrigens noch, es wird gesagt, ja, dass es ebenfalls im Darm Wasser, Gallensäure und andere Abbauprodukte binden kann und damit Anführungsstrichen eine entgiftende Funktion haben könnte. Es ist quasi ein Quellstoff. Und es ist wahrscheinlich jetzt für die Konsistenz quasi verantwortlich halt. Ja? So. Finde ich also gar nicht so verwerflich. Ja. Wir haben noch Aromen drin, natürliche. Und hier haben wir Meersalz, finde ich sehr gut, dass das so geachtet worden ist. Und wir haben Antioxidantien, also antioxidative Mittel drin. Hier ist tocopherolhaltige Extrakte, das heißt Vitamin E. Ja. Alpha-Tocopherol ist Vitamin E zum Beispiel. Oder Fettsäureester der Ascorbinsäure. Dann ist zugesetzt B12, leider wieder meines Erachtens nicht die optimalste Form, ja, von Vitamin B12. Da habe ich ja ebenfalls bei Alpha auch damals angefragt. Das war ja schon zugesetzt in dem Haferdrink. Ja? Also wir sehen hier auch Vitamin D2. Es ist eine nicht sehr gute Bioverfügbarkeit von D2 im Vergleich zu Vitamin D3. Ja? Also D2 ist zugesetzt. Es ist auch keine Methylvariante von B12, sondern wieder Cyano. Ja? Und Cyano ist ja das Salz quasi der Blausäure. Damit kann unser Körper nicht wirklich was anfangen. Mit Methylgruppen definitiv. Also B12 wäre deutlich besser gewesen, Methylvarianten, weil jedes Molekül bei uns im Körper, was organisch aufgebaut worden ist, beinhaltet Methylgruppen. Ja. Dann Joghurtkulturen, ja, wurden hier verschiedene. Also Bulgaricus wurden hier benutzt und Thermophilus wurden hier benutzt. Also müssen wir uns nicht streiten, welche Bakterienstämme da drin sind, weil die sind alle eigentlich tot. Ja? Das muss jedem bewusst sein. Halt. Wenn ihr Joghurt selber machen wollt, ist das natürlich was ganz anderes. Ne? Da reden wir von ganz anderen positiven Eigenschaften halt, ja. So, wir haben hier Fett 2,3, 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Zucker, nichts zugesetzt, Ballaststoffe 0,9, also finde ich gut, dass auch ein bisschen Ballaststoffe noch drin enthalten sind, von der Sojabohne kommen die ja, Eiweiß 4,0 und Salz 0,24, ohne Gentechnik. Und ja, wir werden jetzt einfach mal probieren. Also die Konsistenz ist sehr cremig, ja, also wirklich sehr cremig, sehr locker, ja, ihr seht's, es ist wirklich sehr, sehr locker, ja. Sehr angenehmer Geschmack, ja. Kann man nicht meckern. Konsistenz ist auf jeden Fall cremig. Ja, fließt auch schön vom Löffel halt. Je nachdem, wie man es haben will. Manche wollen so ein bisschen quarkigere Variante haben. Das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Aber die Konsistenz ist schön, ja. Also das fließt vom Löffel her. Es hat einen angenehmen Geschmack. Man muss jetzt so sehen, wie möchte man das bewerten? Möchte man quasi sagen, okay, kommt das sehr nah einem echten Joghurt? Und das ist bei meisten wahrscheinlich nein. Denn ein echter Joghurt hat einen säuerlichen Geschmack durch die Milchsäure. Und das ist hier nicht der Fall. Ne? Also deshalb, das kommt alles nicht sehr nah. Von daher an, danach kann ich jetzt wahrscheinlich nicht bewerten. Ne? Aber was man sagen muss ist, der Geschmack ist sehr angenehm. Und zwar Geschmack, ja, geben wir eine 8. Ja, das ist wirklich sehr angenehm. Wir haben die Konsistenz. Läuft vom Löffel, ist auch prima. Ja, so. Für mich, also ich finde, ja, je nachdem, wie man es haben möchte. Also ich mag es ein bisschen, schon noch ein bisschen fester halt einfach, ne, so. Denn wenn man das jetzt mit Früchte oder sowas hat, isst, die haben ja selbst noch ein bisschen Flüssigkeit und solche Sachen, dann wird das vielleicht ein bisschen zu flüssig. Ich finde es ein bisschen zu flüssig halt, ne. Ich hätte das ein bisschen dicker haben. Und die Dicke, die bekommt man eben darin, indem man noch mehr Sojabohnen reinfüllt, desto dicker wird das Ganze, bis so noch cremiger wird das Ganze. Von daher muss ich der Konsistenz eine 7,5 geben. Ist trotzdem schön, ja, für einen Joghurt ist das sehr, sehr schön. Ist ja keine Quark-Alternative, von daher schlecht bewerten kann man das nicht. So, jetzt muss man mal schauen, die Nährwerte, ja. Also wir haben hier, ich weiß schon, ich habe schon ein bisschen was geguckt, ein Produkt, was gut haltbar gemacht worden ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger unterwegs halt, ne? Zu Produkten, die zum Beispiel nicht wirklich Stabilisierung drin haben, nicht wirklich Konservierungsstoffe drin haben, ja? Also beziehungsweise nicht Konservierungsstoffe, sondern konservierende Mittel drin haben. So sage ich das mal eher, ja? Also Säureregulatoren, Stabilisatoren und solche Sachen halt, ja? Natürliche Aromen und solche Sachen, Meersalz. Also
Hier ist schon ziemlich viel drin. Der Geschmack ist zwar sehr angenehm, aber ich finde es zum Beispiel nicht sehr sinnvoll, Vitamine hineinzutun, damit man sie draufstehen hat, die aber eine sehr minderwertige Bioverfügbarkeit für unseren Körper haben. Ja? Also die ganzen zugesetzten Vitamine sollte man dann dementsprechend über die Sachen noch decken, die man halt dann da reintut halt. Ne? So. Und B12, das wird man nicht über diesen Joghurt decken können. Das supplementiert man sowieso als Mensch, der sich vegan ernährt, oder selbst nicht vegan Menschen, ne, haben ja auch B12-Mängel, weil die Tiere bekommen ja das B12 sogar. Aber ein anderes Thema, D2, das dadurch wirst, das ist ein Witz, das ist einfach ein Witz, ja, das D2 wird nicht ausreichen halt, weil, ne, hier stehen ja sogar Prozentsatz, wie viel D3 das quasi abdeckt am Tag halt, aber hier wird D2 mit D3 gleichgesetzt, also das spielt keine Rolle, die Menschen supplementieren D3 halt einfach, das ist einfach, für mich hat das keinen Mehrwert. Es ist schön, dass es drin ist, ja, es ist ja ein positiver, also es ist ja positiv gemeint, aber es hat nicht wirklich Mehrwert halt, ne, und ich möchte eigentlich andere bioverfügbare Formen, wenn ich supplementiere, in mir haben. Von daher, meine Sache wäre es nicht. Also von daher muss ich den Nährwerten, ich finde, hier sind sehr viele Sachen drin, einfach, die nicht unbedingt rein müssen. Und die machen das Produkt zusätzlich haltbar. Und ich habe eher vielleicht frischere Produkte, die vielleicht nicht so viel zugesetzt haben. Von daher muss ich den Nährwerten leider Gottes eine 4 geben. Ja? Also finde ich nicht ganz optimal gelöst. Ja? So. Ohne Gentechnik finde ich zwar super, ja, und ja. Preis 1,69, so. Das finde ich eigentlich ganz okay, weil wir hier 500 Gramm drin haben. Bei den meisten haben wir hier nur 400 Gramm drin. Von daher ist der Preis schon sehr, sehr gut. Wir bekommen hier 4 Gramm Eiweiß, ja. Wir haben zwar nur 10,7 Gramm Sojabasis halt, ja, aber 500 Gramm halt nochmal. Also müssen wir 20% ja nochmal draufrechnen im Vergleich zu den anderen, die nur 400 Gramm drin haben. Ne? Also im Endeffekt, der Preis ist sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen, für das, was man bekommt, ja. Also ich gebe dem Preis mal eine 8,5, ja. Also da kann man sicherlich nicht meckern. Gesamtwertung 28 durch 4 ist 7, ja. Das ist meine Gesamtwertung für diesen Alpro-Joghurt. Wir machen weiter. Wir haben hier wieder eine Alpro-Variante, und zwar Skier. Das heißt, etwas dicker, ja. So, und wir sehen auch schon hier, wir haben 15,7 Sojabasis, ja. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Ansonsten ist das Produkt ziemlich identisch, ja. Wir haben hier wieder Pektine, wir haben das Calciumcitrat. Wie gesagt, also es ist alles identisch. Wir haben natürlich Aromen. Meersalz drin, B2, D3, also alles gleich halt, ja. So, was wir aber hier haben, ist, wir haben deutlich mehr Sojabohne drin und das Produkt kostet ein bisschen mehr. Wir haben 1,89 für 400 Gramm. Dafür haben wir aber deutlich mehr Sojabohnen drin halt, ne. So, wir müssen das mal, wir könnten das mal kurz hochrechnen, ne. Das haben wir hier 50%, ja. Wir haben hier 40, ja, da haben wir trotzdem, wir haben hier mehr Soja quasi drin in diesem Produkt, weil wir 15% haben. Hier haben wir nur 10, wir haben trotzdem hier 400, aber hier haben wir 500, aber das gleicht sich aus, weil wir wirklich 15 statt 10 haben. Also es ist, im Prinzip ist es sogar billiger, ne, wenn man wirklich auf das Soja geht, ne. Also wir machen jetzt mal den Test, ihr bekommt hier quasi mehr Soja in diesem Produkt halt, ne, so. Also, ich finde die Konsistenz sehr gut, also das ist schön, ja, das kommt sehr nah am Skier, das ist schon... Das ist wirklich sehr kräftig, sehr fest. Das kann man super essen. Denn wenn man das noch mit Obst oder sowas hat, isst zum Beispiel Beeren, da sammelt sich immer Flüssigkeit. Da will man eher etwas bisschen Festeres haben. Das eignet sich sehr, sehr gut. Macht dann auch ein bisschen mehr Satz, sag ich mal. Ja. Konsistenz. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte vielleicht noch ein bisschen tougher sein. Konsistenz muss ich wirklich mal eine 8,5 geben. Ja. Geschmack, muss ich aber sagen, ist... Es hat irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Ich weiß, wie Soja schmeckt. Es schmeckt nicht super geil. Ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Ne? Aber Geschmack ist auf jeden Fall schlechter als das. Ja. Also ich muss da schon Geschmack, gebe ich schon eine 7. Ja. Ist ein bisschen schlechter als das, ja, vom Geschmack. Je mehr man isst, desto besser wird es halt einfach. So, Nährwerte muss ich ein bisschen dazu addieren. Also es ist besser, ja, weil wir hier wirklich viel Soja drin haben. Wir haben hier 15,7. Finde ich Wahnsinn. Wir haben zwar nur 400 Gramm drin, aber es wird besser. Ja. Also die Nährwerte sind wirklich bei so einem hohen Sojaanteil, muss ich 2 Punkte hochgehen, da sind wir bei 6, ja. Und der Preis ist auch besser halt, ja. So, da sind wir, also der Preis ist wirklich, hier bekommt man echt viel Soja halt für wenig Preis. Also da sind wir schon auf jeden Fall bei 9,5. Ich glaube, viel besser kann es nicht werden. 15,7 ist wirklich sehr, sehr viel, ja. Also
Guck mal, 7,75, ja. Also, das ist schon mal weiter vorne. Wir machen direkt weiter. Provamel, ja, das ist ebenfalls ein normaler Joghurt, keine Quark-Alternative. Ist jetzt sehr schön, hier zum Vergleich nochmal gleich zu haben. Wir schauen uns an, wir haben Sojabasis 10,7. Also circa identisch wie mit Alpro, ja. Da haben die sich wahrscheinlich sehr stark daran orientiert. Wir haben Stabilisatoren, Pektine. Die sind ja, haben wir gerade gelernt, super. Da habe ich nichts mit auszusetzen. Maisstärke habe ich auch nichts großartig auszusetzen. Wir haben hier trotzdem Säureregulatoren. Zitronensäure drin, Meersalz und Joghurtkulturen. Also wir haben hier deutlich weniger drin. Ja, finde ich schon mal sehr gut. Dadurch haben wir auch ein Bio-Siegel drauf. Ja, wir haben trotzdem Zitronensäure drin. Schade. Ja, wenn das noch draußen wäre und die Maisstärke, nur die Pektine, Meersalz, das Sojaprodukt wäre, muss ich ein paar Punkte abziehen. So, wir haben hier wieder Bakterienstämme, wie gesagt, ist nicht so entscheidend, weil die machen zuvor die Fermentation und danach sind die sowieso tot. Ja, die kommen bei uns nicht lebend an. Wir haben hier 4 Gramm Eiweiß. Also wir sehen so bei der Skier-Variante, hier haben wir 5,8. Also wir sehen circa identische Werte. Es ist wirklich identisch von den Werten her wie Alpro, ja, von den Nährwerten her. Ja, also Protein und alles Mögliche ist circa gleich. Also europäischer Soja finde ich sehr, sehr schön, ja. Kommt aus Frankreich oder Italien, ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ja. Also nicht irgendwie aus Peru, aus da was weiß ich wo, ne? Also es ist schon etwas kontrollierteres Soja, muss man an der Stelle ganz klar sagen, ja, und Bio. Als allererstes machen wir jetzt den Geschmackstest. Also sehr identisch mit dem Produkt, ein paar Produkte weniger drin, quasi die ganzen Vitamine und dann ist es Bio. Das liegt nämlich daran, dass Provamel quasi eine Unterfirma ist, was viele nicht wissen, von Alpro. Ja, so. Das ist quasi so die cleane Variante von Alpro, sag ich mal halt. Ne? Das ist Provamel, viele wissen das vielleicht nicht. So, wer vielleicht Alpro nicht mag und dann Provamel kauft, weil die Firma halt nicht mag, dann ist es die gleiche Firma. Also okay, wir haben jetzt hier wieder die Konsistenz, ist identisch, ne, mit Alpro. Also man sieht, dass das eine Firma ist, das auch ein Großteil, ne? Ja, aber der Geschmack ist, muss man sagen, dann schlechter. Mhm. Nee, der Geschmack ist nicht gut. Also wir haben die Konsistenz, ja, wir haben hier 7,5 gegeben, muss die gleiche geben, ist exakt gleich. Die Nährwerte sind meines Erachtens besser, wir haben hier ein Bio-Siegel sogar drauf, also Bio-Soja, ja, wahrscheinlich, und ein paar Sachen drin, diese Vitamine und solche Sachen, das brauche ich alles nicht, halt, ja. Von daher muss ich hier definitiv von den Nährwerten, wir haben hier 4 gehabt, da muss ich definitiv hochgehen, halt, ja, und das ist schon ganz ordentlich hier. Pektine finde ich super. Wie gesagt, Maisstärke, wie Zitronensäure hätte ich mir gerne rausgewünscht. Da muss ich was abziehen, ja. Sind wir trotzdem bei 7,5 Nährwerte, ja. Preis. Wir haben hier 1,70 gehabt und wir haben hier 1,99 gehabt, ja. So, für 10,7 Gramm 1,99. Tja, ist jetzt nicht toll, ne. Also preislich müssen wir da auf jeden Fall runtergehen. Das ist ein bisschen schlechter, definitiv. Also preislich sind wir so circa bei 7. Und Geschmack ist wirklich nicht so toll, ja. Also das ist schon, ja. Der Alpro hier ist ein bisschen angenehmer. Ich finde den irgendwie ein bisschen angenehmer. Der hat einen schönen Abgang und der ist so ein bisschen matt. So, ja, also Geschmack ist wirklich nicht so toll. Also muss ich leider eine 4 geben. Dann haben wir bei 26. Durch 4 sind 6,5, ja. Also bisher letzter von den dreien. Kommen wir zum nächsten und zwar sehr, sehr spannend. Ich habe was herausgefunden, ja, sehr, sehr spannend. Wer sich jetzt denkt so, boah, also hier diese Provamel-Skier-Variante oder die Quark-Variante, welchen für welchen entscheide ich mich denn oder den finde ich hier viel, viel besser, der macht einen Riesenfehler, denn das ist hier ein Marketing-Gag wahrscheinlich, der hier aufgedeckt ist, dank mir, denn das ist das gleiche Produkt tatsächlich. Also die Nährwerte sind exakt gleich und es schmeckt exakt gleich. Also ich mache jetzt hier eine Bewertung für beide Produkte. Weil es exakt das gleiche Produkt ist. Das heißt einfach nur Skieren, das andere heißt Quark. Also finde ich nicht richtig, den Verbraucher hier an dieser Stelle mit exakt dem gleichen Produkt so darf man, ob das überhaupt so darf, ich weiß es halt nicht, aber finde ich nicht korrekt, ja. Nichtsdestotrotz bewerten wir dieses Produkt und zwar das Produkt ist nicht schlecht. Denn wir haben hier 16,2, das ist ein Höchstwert an Soja, ja. 16,2, das ist mega viel. Wir haben hier wieder Pektine, super, haben wir gerade gesagt, ja. Zitronensäure, ja, also das gleiche wie hier haben wir quasi Nährwerte, aber wir haben deutlich mehr Soja halt, ne? So, wir haben hier Nährwerte gegeben, 7,5, hier müssen wir ein bisschen mehr geben, also definitiv, weil wir hier deutlich mehr Soja drin haben, ne? Also Nährwerte ist das meines Erachtens sehr gut. Wir können ja definitiv hochgehen auf 9, ja? Also Nährwerte ist 9, weil 16,2, dann haben wir Pektine, die Zitronensäure ist nicht so nice, aber Meersalz haben wir auch drin. Also das ist schon richtig gut, ja? Da kann man nichts sagen. Wir haben sogar 6 Gramm Eiweiß deswegen, ja. Also der Eiweißgehalt korreliert, ja, ist quasi proportional zu dem, wie viel Soja drin ist halt, ne? Je mehr Soja drin ist, Bohnen und Bohne, desto mehr Protein wird auch dann dementsprechend in diesem Soja enthalten sein, in dem Joghurt. Das ist sehr, 6 Gramm ist auch mega Höchstwert einfach, ja, ganz toll. Aus kontrollierten Anbau, biologisch, und zwar aus Europa, ohne Gentechnik, ja, weil Soja, Bohne aus Bio-Anbau, ja, in Europa stammen, ist
schon mal wirklich sehr toll. Ja, und ja, also hergestellt in Belgien übrigens und ProvaMel gleich Alpro. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, das werde ich jetzt, ich werde es auch nochmal testen, aber es ist das Gleiche. Also die Konsistenz ist toll. Also das ist wirklich toll, ja. Finde ich echt gut. Müssen wir mal gucken nochmal. Gleich zur Konsistenz hier. Das ist dick, aber es fließt noch trotzdem. Also es ist ganz, ganz toll. Hat so einen bitteren Abgang. Ein bisschen so einen bitteren Abgang. Mhm. Das ist ein bisschen dicker, seht ihr? Finde ich schöner. Das ist nämlich echt so richtig perfekt zwischen Joghurt und Quark. Weil Quark, damit kannst du ja jemand bewerfen halt. Ne? Also das ist so echt perfekt, muss man wirklich sagen. Also das ist nicht zu fest halt, dass man damit nichts machen kann, dass man Flüssigkeit zuführen muss. Und das ist halt zu flüssig, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also dieser Alpro ist deutlich fester halt. Ne? Aber der Alpro hat halt nicht so einen bitteren Abgang. Nee, obwohl jetzt kommt's, ja. Also es ist deutlich milder. Jetzt kommt's. Nee, gerade war wahrscheinlich, ich weiß nicht, was war gewesen ist, aber ich muss mich entschuldigen, aber. Nee, der ist deutlich besser. Ich weiß nicht, was gerade immer bei los war. Vielleicht habe ich da irgendwas erwischt in dem Ding, aber. Nee, der ist super. Der ist viel milder. Der ist viel, viel milder als der jetzt im Vergleich, den ich nochmal verglichen habe. Toll. Sehr gut vom Geschmack. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, da muss ich wirklich, also Nährwerte habe ich ja schon 9 gegeben. Preis ist 2,29. Ist ein bisschen teurer halt, ja, als zum Beispiel, wir haben hier die Skill-Variante, ja, wir haben 1,89. Ja, wir haben aber auch hier ein bisschen mehr Protein sogar noch drin, weil wir sogar noch mehr Eiweiß drin haben. Das macht das ungefähr wieder gut, ja. So, das heißt, vom Preis, ich muss das gleiche ergeben. Ich muss 9,5 geben vom Preis, weil das zwar ein bisschen billiger ist, aber wir haben hier natürlich noch ein bisschen mehr Eiweiß drin halt, ne? Also das ist schon super, dass ihr das so vollgepackt habt, das Produkt. Die Konsistenz ist mega, ja, also Konsistenz muss ich auch 9,5 geben und ich muss ebenfalls, Geschmack muss ich ebenfalls 9,5 geben. Also jetzt so im Abgang war, einmal war, wie gesagt, war so ein bisschen, ja, ein bisschen bitter. Ich weiß nicht, woran das gelegen ist, aber jetzt so, ja, nee, besser kann man es nicht machen, glaube ich. Ich probiere jetzt das Produkt um. Ich weiß, es ist das gleiche, aber es wird. Ach, wobei? Nee, warte mal. Es ist ein bisschen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, Geschmack ist ähnlich, aber. Ne, ich weiß nicht, welches sind. Das fließt ein bisschen besser als das hier. Das fließt ein bisschen besser, das Gier fließt ein bisschen besser als der hier. Oder? Nein, wahrscheinlich sind sie identisch. Wahrscheinlich jetzt, ich kann mir vorstellen, durch meine Hände, die ich jetzt gerade hier anhalte, nimmt das Gefäß ja und der Joghurt sehr schnell an Wärme auf. Vielleicht ist es doch gleich. Ja, es ist gleich. Okay, es ist doch gleich. Entwarnung. Also, gleiche Punktzahl, ja? Für beide Punkte. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Liebling, auf den ganz viele gewartet haben, Sojade. Also was mir erstmal nicht zugesagt hat, ist, der Sojasaft steht 99% Sojasaft am Anfang. Hier steht aber nicht, ich konnte nirgendwo herausfinden, wir haben übrigens Bifidus-Bakterien und Lactobacillus. Schade ist, dass hier nicht gesagt worden ist, wie viel Soja drin ist. Aber wir wissen, dass 10,7 ungefähr 4 Gramm Soja ergibt. Und wir wissen ungefähr, dass 15% ca. 5,8 entgibt. Ja? Das heißt, wir haben hier 4,8, das heißt, wir haben hier sowas, ich denke mal so 12,5 ungefähr werden wir hier haben. Nur Bio-Sojabohnen aus Frankreich und Bakterienkulturen, keine anderen künstlichen Inhaltsstoffe. Höchste Qualität, kein Massenprodukt hergestellt in Frankreich. Wir haben hier nur Sojasaft und Bakterien drin. Mehr nicht? Mega. Also so würde ich es auch zu Hause machen. Ne? Ich würde einfach Soja mit ein bisschen Wasser mixen, Kulturen reingeben, fertig. Also das ist schon mal sehr gut. Ich denke von Inhaltsstoffen, also von Nährwerten her, da kann man schon mal eine 10 geben, weil mehr geht nicht, finde ich. So sollte man es machen, so natürlich wie möglich es lassen halt, ja. Gucken wir uns den Preis an. Also wir haben jetzt 12, ich denke mal ca. 12,5% Soja für 1,90. Ja, das müssen wir jetzt mal vergleichen. Wir haben hier für 1,99 haben wir 10,7 gehabt. Das heißt, es muss schon mal besser sein als diese Variante hier mit einer 7. So, wir haben Alpro ebenfalls für 1,70 mit 10,7. Ja, also der Preis haben wir 8,5. Das heißt, ja, wir sind ja hier ein bisschen teurer, haben aber ein bisschen mehr. Es muss ungefähr wie dieser Alpro-Joghurt hier sein. Ja? Es muss ca. Preis 8,5 sein. Das ist schlechter als das hier. Das ist 9,5, das ist ca. der Preis. Jetzt kommt nur noch der Geschmack, ja, und die Konsistenz. Also die Konsistenz ist super. Und zwar, sie ist
Ich vergleiche das mal mit einem anderen Joghurt. Und zwar, wie ihr seht hier, das fließt deutlich mehr. Und das ist deutlich wässriger. Und das finde ich nicht so optimal. Ich finde es schön, wenn es ein bisschen fester ist, wenn es so eine Mischung ist zwischen Quark und Soja und allgemein Soja halt. Finde ich ziemlich gut, ne? Also Konsistenz muss ich hier wirklich 9,5 geben, ja. Es ist echt eine tolle Konsistenz. Für einen Joghurt ist es eine ganz tolle Konsistenz. Schön fest für einen Joghurt halt noch, ne? So. Geschmack, ich finde es ein bisschen säuerlich, finde ich sehr nah halt, ne? So. Es ist wirklich... Das ist wirklich sehr wässrig hier im Vergleich dazu. Ist schon ein bisschen fester, schön. Ein bisschen säuerliche Note auch. Vom Geschmack definitiv angenehm. Definitiv angenehm, muss eine 8 geben. Ja, das ist schon... Ja, das ist schon ein bisschen besser. Also, vielleicht ist es für die meisten schlechter, aber ich finde hier wirklich, es ist ganz echt. Es schmeckt wirklich echt. Es schmeckt wirklich echt nach Soja. Von daher muss ich 9,5 geben. Weil es wirklich echt nach Soja schmeckt. Das schmeckt nicht mal ganz so nach Soja. Ich muss es jetzt so formulieren. Ich finde es sehr charakterlich stark, wenn etwas wirklich auch nach dem schmeckt, was auch drin ist, nach Soja. Wenn du nach Alternativen suchst, dass so etwas halt, dass du sowas nicht möchtest, dann ist hier eher sowas. Also das hier, dann dieser Alpro-Joghurt, dann eher das hier halt, ja. So, dann vielleicht das hier auch noch, ja. So, das kann man sehr, das kann alles sein, ja. Das sind nur die Chamäleons. Aber das hier ist wirklich echt nach Soja und das finde ich schön. Das finde ich echt charakterlich schön. Wir haben hier eine 9,375, minimal besser meines Erachtens. Ja. Wir hatten hier eine 6,5, 7,7, ja, hier eine 7. Jetzt kommen wir zum letzten Vertreter und zwar das hier. Das ist ja interessant. Das ist jetzt sehr, sehr interessant hier. Und zwar als allererstes. Wir haben hier, das müsst ihr euch mal reinziehen, 500 Gramm haben wir hier, 400 Gramm, das ist auch 500 Gramm. Wir haben hier 1,19 und wir haben 500 Gramm drin und wir haben hier auch 500 Gramm drin für 1,69, für 1,70. Hier haben wir für 1,20 500 Gramm und wir haben hier 10,7 Sojabohnen, ja, ich habe hier Preis, habe ich 8,5 gegeben. Also wir haben hier 16% Sojabohnen für 1,19 und dann 500 Gramm noch. Also das ist ganz klar hier Preis 10, ja, das muss ich ganz klar schon mal sagen. Des Weiteren, Nährwerte. Wir haben hier einfach nur Sojabohnen mit Wasser, 16% Sojabohnenanteil, ja, und ein bisschen Meersalz und Kulturen. Das ist ja ähnlich wie das hier, nur noch ein bisschen Meersalz. Aber wir haben hier noch deutlich mehr Sojabohnen drin. Hier haben wir ca. 12,5, hier haben wir 16. Das ist ganz klar, da muss ich nicht drüber reden. Nährwerte auch 10, muss ich nicht drüber reden. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Und zwar, ich hab das schon gesehen. Ihr seht, das ist so ein bisschen stückig. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist so stückig, wie als wenn man Joghurt selbst machen würde. Und wie genial ist denn bitte das, wenn man das wirklich so hinkriegt, als ob das wirklich so das Joghurt ist. Weil wenn ihr das mal anschaut, das sieht perfekt aus. Ja, das ist eine perfekt cremige Konsistenz. Und ich finde, perfekt ist nicht immer perfekt, sondern manchmal ist unperfekt perfekt halt. Ne? Weil es, ja, oder wie man sehen will, oder vielleicht ist es doch perfekt, weil es wirklich an dem echten Joghurt am nächsten kommt, weil es wirklich so aussieht wie Joghurt. Und das finde ich geil. Und jetzt, ja... Und deswegen schmeckt es auch so. Er schmeckt wirklich so ein bisschen stückig halt noch so. Nicht stückig, also es ist falsch gesagt, aber so, ja doch so ein bisschen, als ob da so kleine Körner drin sind halt. Kennt ihr das? So grießartig so ein bisschen. Und das finde ich sehr echt. Das finde ich sehr, sehr echt. So, als wenn man sich Joghurt auch teilweise selber machen würde. Das ist ja auch nicht so eine extrem cremige, flüssige Konsistenz. Wenn man das vor allen Dingen aus Nüssen macht oder sowas oder aus Saaten halt, ne? Und das kommt eben sehr, sehr nah, weil die Fermentation ja wirklich sehr unregelmäßig passiert und das sieht eben auch so aus, ne? Dieses, finde ich ganz toll und ich finde die Konsistenz, vielleicht mögen es die manche nicht. Vielleicht mögen die manche es nicht, wenn es wirklich zu echt ist. Aber ich finde, diese Echtheit muss belohnt werden und ich weiß nicht, ob das so gewollt worden ist oder sowas halt oder ob man es einfach echt gelassen hat und deshalb finde ich ganz klar, die Konsistenz gehört hier eine 10 hin, weil ich finde die Konsistenz mega echt und mega authentisch einfach. Und da kommen wir auch schon zum Geschmack. Und mit 16% Soja sind wir circa gleich mit dem Höchststand hier von 16,2. Das kann man gleichsetzen. Aber das ist das Produkt, wo man am meisten Soja schmeckt. Und das finde ich auch, das finde ich geil. Ich finde das wirklich geil, weil das ist wirklich ein echtes Produkt. Also es ist wirklich ein echtes Produkt. Der Preis ist mega fair. Die Konsistenz ist mega echt. Der Geschmack ist mega echt nach dem, was wirklich drin ist. Ja? So, und man muss sich bewusst sein, das ist kein Zitzenäuter-Produkt halt. Ne? So, ist klar, das ist es nicht. Ja? So, es ist ein Sojaprodukt. Und das müssen wir auch nicht extrem, wie auch immer, kaschieren halt. Ich finde das gut, wenn es echt ist. Es kann sein, dass manche Leute dem Joghurt sagen, boah, der schmeckt gar nicht, wie auch immer halt.
Aber ich bin jemand, ich möchte ein Produkt haben, was Charakter hat, was Echtheit hat. Und dafür bewerte ich. Und deshalb gebe ich den Geschmack einfach eine 10. Weil ich finde, der Geschmack muss bewertet werden nach dem, was in dem Produkt auch drin ist halt. Und das schmeckt man, was in dem Produkt drin ist. Und das ist ein Produkt, wenn ihr ein Produkt sucht, jetzt mal ganz differenziert. Wenn ihr so ein Produkt sucht, da schmeckt auch, also die beiden muss man hier zusammentun hier, weil die schmecken echt nach Soja, die haben echt einen echten Geschmack. Und deshalb habe ich die auch bewertet, weil ich finde die wirklich charakterstark. Das hier ist so ein Mittelding, ja. Und diese Produkte hier sind sehr weich. Die kannst du mit alles essen. Die werden sich annehmen, das sind so Chamäleons. Die haben wenig Charakter. Aber das ist die Frage, was du suchst. Ja? Suchst du echte Produkte mit Stärke, Kräftigkeit, dann sind das hier deine Freunde. Und auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wie auch immer halt. Oder suchst du was, womit du alles mit ein bisschen reinmachen kannst und das wird den Geschmack schon annehmen und wie auch immer halt und selbst nichts wirklich schmecken halt so. Dann ist das sind die vier hier, deine Freunde halt, ja? So. Das als Tipp für mich. Also das ist für mich ganz klar hier der Sieger. Der hat auch 10 von 10, ne? 40 zu 10 von 10, ja? So, wir haben hier 9,375, ja, auch sehr weit vorne. Wir haben hier eine 9, auch sehr, sehr gut, ja, Platz 3. Wir haben dann dementsprechend hier die 7,7, ja. Wir haben hier die 7, ja, und wir haben hier die 6,5, ja. So, das ist hier der letzte Platz, ja. Das ist hier der Sieger. Wie gesagt, ich habe keine Kooperation mit hier, was ist das, Rewe, ne. Übrigens auch gentechnikfrei, ja, ohne Zucker sogar, also das ist mega. Also ich habe keine Kooperation, ich will auch keine Kooperation, also bitte nicht anschreiben, aber das ist mein Produkt, ganz klar. Das werde ich definitiv. Ich freue mich, das jetzt gleich schon mit Beeren essen zu dürfen. Wenn dir das gefallen hat, gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Dankeschön für deinen Support.